Tourismus, Frauen- und Teilzeitbeschäftigung, Verkehr und Infrastruktur im Südburgenland waren die Themen einer Pressekonferenz der SPÖ in Güssing. Teilnehmer der Pressekonferenz waren SPÖ-Bezirksvorsitzender Bürgermeister Jürgen Dolesch, Landtagspräsidentin außer Dienst, Landtagsabgeordnete Verena Dunst und Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Pressevertreter, ja, danke, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid, und als Bezirksparteivorsitzende bzw. die beiden Abgeordneten zum Burgischen Landtag möchten euch jetzt über den aktuellen Stand bzw. ein paar aktuelle Themen aus dem Bezirk oder vielleicht auch Landesthemen, ja, einen kurzen Status quo geben und dementsprechend eben heute eben zu dieser Pressekonferenz. Ich möchte gerne mal beginnen, vor allem das Thema Tourismus. Das Thema Tourismus ist natürlich, ja, für uns jetzt im südlichen Bereich jetzt daneben den kleinen mittleren Unternehmen und auch der gewissen Produktion, die vor allem im Güssinger Bereich angesiedelt ist, ist der Tourismus ein wirklicher Hauptzweig, was es darum geht, sozusagen dementsprechend eine Beschäftigung oder Beschäftigungsverhältnisse auch wirklich eingehen zu können oder Arbeitsplätze anbieten zu können. Der Tourismus, wer sich vielleicht auch geschichtlich einmal angeschaut hat, vor allem jetzt, wenn ich zum Stegersbacher Bereich auch spreche, sind natürlich auch sehr, sehr viele EU-Gelder auch geflossen, monetäre Gründungshilfen, monetäre Unterstützungen, die dementsprechend, ja, wenn man die Entwicklung hernimmt, ja, positiv eingebracht wurden, beziehungsweise eben positiv eben umgesetzt wurden. Nach wie vor gibt es immer wieder, oder gibt es nach wie vor eben Unterstützungshilfen und auch EU-Gelder, die direkt fließen, die direkt zu den Betrieben fließen, allerdings auch über LIDA Plus, das auch dementsprechende Projekte aufruft oder aufbringt, werden die Mittel auch verteilt, um auch und zu unterstützen bzw. auch Projekte umzusetzen. Dementsprechend möchte ich ein paar dort nur nennen, vor allem was LIDA Plus betrifft, zum Beispiel den mikroöffentlichen Verkehr, der auch da drinnen verankert ist, wo es dementsprechend Förderungen gibt, beziehungsweise natürlich auch der Wohnstandort-Marketing, das gerade aktuell ist, da in der Umsetzung ist, wo es darum geht, das Südburgenland wieder attraktiv zu bewerben, um wirklich zum Zuzug eben die Gemeinden wieder zu bewegen, beziehungsweise eben die dementsprechende Bevölkerungszahl auch dementsprechend auch wieder nach oben zu pushen. Alles in allem, auch Freizeiteinrichtungen werden auch gefördert, diverse Pumptrack-Einrichtungen von Rechnitz bzw. auch Olmendorf und auch Stegersbach gibt es auch dementsprechend Projekte, die auch durch diese LIDA-Projekte, durch die LIDA-Förderung natürlich auch davon wieder profitieren können, um das auch dementsprechend umzusetzen. Alles in allem, meiner Meinung nach, die EU-Abstimmung 1994 hat sich durchaus bezahlt gemacht. Es war ja damals ein Ergebnis von Ja-Stimmen, glaube ich, 66%, also 2/3 der österreichischen Bevölkerung war ja für diesen EU-Beitritt. Und vor allem, was ich jetzt danach gesehen habe, dass eigentlich das Burgenland Süd eigentlich mit 75% der Spitzenreiter war, bei den, wo es darum gegangen ist, EU-Beitritt ja oder nein. Und es hat damals schon das Zeichen gegeben, dass wir hinter diesem EU-Beitritt stehen. Ich glaube, wir können uns mit dieser Entwicklung, mit dieser Entscheidung, die damals getroffen wurde, bis dato glücklich schätzen, wenn man es hernimmt, dass wir als Ziel 1-Gebiet sozusagen behaftet waren und dementsprechend auch diese Förderungen auslösen konnten. Wie auch immer, um diesen Weg weiter fortzusetzen, sind natürlich auch immer wieder weitere Investitionen notwendig. Ich möchte jetzt ein Thema aufgreifen, und zwar das ist der Kauf der Therme Stegersbach, der Ende des letzten Jahres sozusagen über die Bühne gegangen ist oder mit dem Jahreswechsel sozusagen auch formal umgesetzt wurde. Das ist ein Zeichen einerseits in die Region, ein Vertrauen in die Region, allerdings auch ein Zeichen für die Mitarbeiter und für die Beschäftigten, wenn man jetzt rein die Therme bzw. das Allegria Hotel hernimmt, ca. 160 Beschäftigte, die dort eine Beschäftigung finden, einen Arbeitsplatz finden, teilweise auch Frauen und sehr, sehr viele Frauen dort auch beschäftigt sind, die auch also Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Bei der aktuellen Entwicklung von den gesamten Preisen, Wohnkosten und dergleichen ist es schon notwendig, dass man in der Familie über mehrere Einkommen verfügt, um sozusagen das Leben auch bestreiten zu können. Aber die Frau Landtagsabgeordnete wird dann näher drauf und sicher auch noch eingehen. Zurückkommen jetzt nochmal auf den Kauf der Therme. Das ist ja nicht nur der Kauf der Therme, sondern auch des Hotels, beziehungsweise natürlich auch der sämtlichen Grundstücke für die gesamte Golfanlage. Und ich glaube schon, dass es ein wichtiger und auch richtiger Schritt ist. Aber untermalen kann ich das auch mit Ziffern. Wenn man es nur vergleicht, von den Nächtigungen her, Jänner bis März 2023 waren es
54.240 Nächtigungen. Vergleichsweise 2024, der gleiche Zeitraum, Jänner bis März, waren es bereits 59.198 Nächtigungen. Mathematisch gerechnet eine Steigerung von 9,1% im gleichen Zeitraum, und ich kann auch sagen, dass maßgeblich daran das Alegria-Ressort verantwortlich dafür war. Ich bin der Meinung, das war der richtige Schritt. Es sind erst kleine Parameter daran geändert worden oder verändert worden, und dementsprechend hat das bereits zu dieser Steigerung geführt. Ich bin davon überzeugt, mit weiteren Maßnahmen in der Infrastruktur, mit weiteren Maßnahmen in der Ausbau der Therme, die in nächster Zeit mit einem eventuellen neuen Betreiber dann passieren sollen, kann das sicher noch weiter vollzogen werden, dass auch diese Steigerungen, dass wir wieder an diese Rekordjahre von 2019 hauptsächlich anknüpfen können, wo wir gesamt 250.000 Nächtigungen in Stegersbach hatten. Und ich glaube, dass wir da dementsprechend sicher auf dem guten Weg sein werden. Das zieht natürlich auch weitere Kreise dahingehend, dass jetzt da nicht nur die Nächtigungsziffern auch steigern. Ich glaube auch, dass dann auch Potenzial wieder vorhanden sein wird für Privatzimmervermieter, für Apartments und dergleichen, die sozusagen auch das wieder beflügeln, dass eben wieder mehr Angebot in der Region ist, nicht nur jetzt in der Region Stegersbach, sondern ich ziehe jetzt auch den Weg weiter nach Süden. Das Thema Kellerstöckli ist natürlich auch immer wieder, kann damit auch genannt werden, dass dementsprechend auch mit mehr Frequenz, mit Radtourismus, mit Wandertourismus, das auch sicherlich beflügelt werden kann. Weiterer Anreiz für die Region ist auch das Soft-Opening vom Buchers Blutz in Gugmiren, der ja jetzt mit Ende April, Anfang Mai ein Soft-Opening durchführen wird und dann dementsprechend auch die offizielle Öffnung in weiterer Folge dann umsetzen wird. All das sind lauter Investitionen bzw. im Tourismus, aber es gibt auch dementsprechend viele Aktivitäten, vor allem was im Süden betrifft, diverse Veranstaltungen wie auch der Weinfrühling am 4. und 5. Mai in der Region tragen dazu bei, Urdlergenuss, um das auch zu nennen, aus Heiligenbrunn, der Güssinger Kultursommer, Public Viewing auf der Burg Güssing, diverse Vorlesungen, auch das Kulturelle auch einzubauen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, um ein allgemeines Programm, ein reichhaltiges, vielfältiges Programm zu bieten, um unseren Gästen da ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm servieren zu können. Es ist ja gerade auch im Laufen vom Tourismusverband eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die Gäste. Es wird dahingehend sozusagen Betracht gezogen, wie kommen die Gäste zum Urlaubsort, wie kommen sie wieder weg. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja in der Bevölkerung bzw. auch in der Gesellschaft immer eine weitreichendere Rolle, und dementsprechend ist der Burgenlandtourismus auf dem Weg, sich nachhaltig auch dementsprechend zertifizieren zu lassen. Spielt natürlich auch mit. Wir haben uns immer wieder dem Radland verschworen. Das Ausbau des Radwegenetzes war ja auch schon in der ersten EU-Förderphase auch ausschlaggebend, wo Mittelburgenland hauptsächlich ausgebaut wurde. Jetzt weiterfolgend, das Radland, die Radwege, das Radwegenetz wird auch jetzt Richtung Süden weiterhin ausgebaut. Parallel dazu auch das Wanderland, pannonisch wandern soll so der Titel sein, um eine Wanderdörfer, Wanderortschaften zu zertifizieren bzw. auch zu nennen und auch wirkliche Wanderrouten, Wanderstrecken aufzuzeigen und dementsprechend ein attraktives Wanderangebot auch aufzuzeigen. Mit dieser Nachhaltigkeit oder in dieser Nachhaltigkeit auch inbegriffen ist auch Landtourismus, man könnte das ummünzen, Urlaub am Bauernhof, wobei bei uns die Sache weitergehen wird, Urlaub am Kellerstöckli oder wie auch immer man das vielleicht auch zukünftig nennen kann, um dementsprechend auch diese Nachhaltigkeit in diesem Bereich auch wirklich zu setzen. Alles in allem, glaube ich, dass wir jetzt so touristisch gesehen am Anfang des Jahres mit positiven Ziffern schon mal aufwarten können. Ich bin davon überzeugt, dass mit den diversesten Maßnahmen, mit diesen marketingtechnischen Maßnahmen, mit dem Aktionismus, wir für heuer auf alle Fälle einen guten Weg einschlagen werden, um, wie gesagt, an diesen Nächtigungsziffern, an diesen Nächtigungsrekorde der letzten Jahre oder vor allem 2019 hauptsächlich wieder anschließen zu können. Eine Vielzahl von Aktivitäten, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sich hier in der Region bilden, aber da spielen natürlich auch andere Faktoren auch mit, wie vorhin schon erwähnt, der Mikro-ÖV, der öffentliche Verkehr, der einerseits EU gefördert wird, beziehungsweise auch die Teilzeitbeschäftigung, das sind alles Themen, die unserer Gesellschaft, die unserer Bevölkerung da zugutekommen.
soweit meinerseits und darf gerne das Wort weitergeben an die Frau Landtagsabgeordnete, die weiter ausführen wird. Ja, meine Damen und Herren, ich würde gern gleich die Worte unseres Bezirksvorsitzenden aufgreifen. Nach mir wird dann der Herr Abgeordnete, stellvertretende Gruppvorsitzende Sodl auch das Hauptthema Verkehr haben und mittendrin möchte ich den Schwerpunkt der Frauen, Arbeitsplätze schaffen, Machbarkeit, Einkommen, Verkehr näher beleuchten. Ich darf jetzt noch einmal den Herrn Bürgermeister Dolesch zitieren, der sagt, ganz, ganz wichtig Tourismus, ganz, ganz wichtig Arbeitsplätze. Wichtig auch vielleicht einmal einige Zahlen, Daten und Fakten. Wie schaut es denn bei uns aus? Denn all unser drei Streben ist immer Arbeitsplätze, die Beschaffung von Arbeitsplätzen, neue Projekte zu forcieren. Und deswegen ist mein Schwerpunkt natürlich auch gerichtet auf Frauen. Wie schaut es denn aus in der Region? Es ist so, dass wir uns im Burgenland, ich kann mich erinnern, als ich im Jahr 2000 eingestiegen bin als Frauenlandesrätin, da haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Waren damals im Südburgenland, und darauf möchte ich mich fokussieren, auf die drei südlichen Bezirke, aber natürlich besonders auf unserem Bezirk, haben wir damals eine Erwerbsquote von 45% gehabt, manche Orte 30%. Durchschnittlich Oberwart, Güssing und Jennersdorf im Jahr 2000 sind 45 von 100 Frauen in Beschäftigung gewesen. Es ist auch schon von meinem Vorredner gefallen, EU-Beitritt. Der hat das natürlich sehr, sehr forciert. Es wurden viele neue Arbeitsplätze, Schwerpunkt Tourismus und andere, gebildet mit EU-Hilfe und dementsprechend sind dann die Arbeitsplätze auch dementsprechend gestiegen. Wie schaut es aus jetzt in den letzten Jahren und wie schauen wir zurzeit aus mit Frauenarbeitsplätzen? Also im Burgenland ist es so, dass die Erwerbsquote von Frauen wieder gestiegen ist seit dem Jahr 2020. Das gibt die Daten- und Faktenlage von Statistik Austria sehr gut wieder. Ich darf nur einige Zahlen fixieren und stelle Ihnen gerne natürlich auch meine Unterlagen zur Verfügung. Die Erwerbsquote der burgenländischen Frauen beispielsweise im Vergleich Jahr 2020 zu jetzt war burgenlandweit 67,8%. Männer 2020 76,1%. Ich zitiere hier nur ausschließlich Zahlen und Daten von Statistik Austria. Wie schaut es aus jetzt? Wir haben in den letzten drei Jahren, jetzt im Jahr 2024, können wir sagen, Gott sei Dank, die Frauenerwerbsquote ist wieder gestiegen. Das große Problem ist aber leider dabei, dass damit auch die Teilzeitquote steigt. Das bedeutet, dass wir hier in Österreich ein Riesenphänomen haben und auch ganz stark ausgeprägt im Südburgenland. Das bedeutet, es gehen immer mehr Frauen in den Erwerb, Gott sei Dank, Absicherung, soziale Absicherung bis zur Pensionsabsicherung, nur haben wir das große Problem, dass immer mehr Frauen sich entscheiden zu Teilzeit oder von Haus aus nur Teilzeitjobs, Teilzeitbeschäftigung angepriesen wird und überhaupt einmal ausgeschrieben ist. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ich darf hier wieder einige Zahlen südburgenländisch hernehmen. Beispielsweise haben wir in Vollzeit arbeiten im Bezirk Oberwart, aber wie gesagt, gerne die Zahlen, ich lasse das dann da. Im Bezirk Oberwart arbeiten 4.843 Frauen. Im Bezirk Jennersdorf 1.494. Und im Bezirk Güssing sind erwerbstätig in Vollzeit 2.124. Das bedeutet also 4.843 in Vollzeit in Oberwart, 1.494 in Jennersdorf und im Bezirk Güssing in Vollzeit 2.124. Hört sich nicht schlecht an, aber wir haben im Bezirk Oberwart, um hier die Zahlen zu nennen, weitaus mehr in Teilzeit. Während wir in Vollzeit 4.843 Frauen in Oberwart haben, haben wir in Teilzeit 5.597 im Bezirk Oberwart. Das bedeutet, im Bezirk Jennersdorf
1494 Vollzeit, 1772, also wieder mehr als in Vollzeit, Teilzeitbeschäftigte Frauen. Auch im Bezirk Güssing das gleiche Bild, Vollzeit eben, wie ich schon gesagt habe, 2124, Teilzeit 2597. Das bedeutet, dass wir hier im Bezirk Oberwart 53,61% in Teilzeit haben. Im Bezirk Jennersdorf noch mehr, nämlich 54,26%. Das heißt, mehr als jede zweite arbeitet in Teilzeit. Und der Bezirk Güssing ist hier an der Spitze mit einer Teilzeitquote von 55,01%. Insgesamt nimmt man den Schnitt im Südburgenland her, sind wir also bei einer Teilzeitquote von 54,08, während wir im Südburgenland bei einer Vollzeitbeschäftigung von 46% haben. Das bedeutet, dass natürlich, wie gesagt, mehr als jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet. Warum ist das so? Das würde weit, wir haben genug Studien, Forschungsergebnisse, Direktbefragungen und so weiter, natürlich ständig laufen. Und es gibt viele Gründe. Ich beschäftige mich natürlich gerade auch in der Volkshilfe sehr genau in Dokumentationen, warum arbeiten Frauen Teilzeit. Ich sage Ihnen ganz klar, dass ein Drittel das unfreiwillig macht. Das wissen wir ganz genau, nicht nur in der Volkshilfe. Das bedeutet, dass ein Drittel der Frauen gerne Vollzeit arbeiten würden. Das bedeutet und schlägt sich nieder ganz besonders im Handel, in der Dienstleistung. Ich habe all diese Daten und Fakten, die ich Ihnen auf den Tisch gelegt habe, auch aufgedröselt auf, in welchen Branchen arbeiten sie in der Teilzeit. Führend ist die Herstellung von Waren, aber an allererster Stelle ist es der Handel. Ich kann Ihnen auch hier wieder die Zahlen dazu sagen. Im Handel arbeiten in der Teilzeit 11.960 Frauen im Burgenland. Heruntergebrochen wieder die Zahlen auf die Bezirke Güssing, Oberwart und Jennersdorf genauso. Das bedeutet, dass dort ein Drittel unfreiwillig, vor allem im Handel, aber auch in der Dienstleistung, allgemein Hotellerie, Tourismus allgemein, unfreiwillig Teilzeit arbeitet. Zwei Drittel stehen dazu, dass sie sagen, wenn sich die Chance gibt, mache ich das, aber ich fühle mich jetzt in meiner Teilzeitexistenz durchaus für den Moment jetzt, das sind Momentaufnahmen, weil Kind, weil Pflegeangehöriger und so weiter, ich bin im Moment zufrieden, aber ich freue mich, wenn es eine Möglichkeit gibt, in den nächsten Jahren hier eine Änderung auf Vollzeit herbeizuführen. Jetzt sind wir bei diesen Daten und Fakten. Das Thema ist, wie soll es weitergehen und wie können in Zeiten wie diesen, und auch hier darf ich Bezug nehmen wieder auf meinen Vorredner, der ganz klar sagt, okay, aber wir sind in einer schwierigen Zeit. Nach wie vor viel zu hohe Inflation, nach wie vor viel zu hohe Benzinpreise und beim Tanken. Das bedeutet, wenn Sie sich die Statistik im Südburgenland anschauen, haben wir in den Haushalten durchschnittlich 3 Autos. Jedes Auto bedeutet Unkosten, bedeutet einen Kostenfaktor, der das Familieneinkommen sehr, sehr hernimmt. Im negativen Sinne nämlich sehr belastet. Und das bedeutet natürlich wieder, wenn ich weitergehe, und der Kollege Sodl wird dann im Hauptfokus den Verkehr haben, dass ich hier ganz klar sehr, sehr froh bin, dass wir jetzt über die Verkehrsbetriebe eine Möglichkeit haben, dass sehr, sehr viele Frauen diese Verkehrsbetriebsanbindung und auch die Passgeschichte dazu brauchen. Und ich möchte jetzt 2 Beispiele sagen. Wir haben im Handel also sehr, sehr viele, die sehr früh anfangen. Das, was wir alle nicht sehen, Geschäft sperrt auf, die sind aber 2 Stunden vorher schon da. Und zu dieser Zeit gibt es keinen regulären Bus. Das muss man ganz klar sagen, gab es keinen. Jetzt gibt es das zum Teil, nur wohnen die Frauen ja nicht nur alle in der Meierhofgasse, wo sie zu Fuß gehen können, sondern sie wohnen natürlich auch teilweise peripher und sind in den verschiedenen Ortsteilen, in Streusiedlungen. Und daher ist, und
Hier können uns die Verkehrsbetriebe, weil sie diese Statistik nicht genau führen und auch nicht müssen, können sie uns nicht genau sagen, ich glaube, da haben wir unsere Aufgabe als Teilzeitbeschäftigte auszurechnen. Aber ich kann nur ganz klar sagen, dass es hier ganz, ganz wichtig ist, beim öffentlichen Verkehr zu bleiben, diesen öffentlichen Verkehr hochzuhalten, denn die Mobilität, ob jetzt für Vollzeitbeschäftigte Frauen, aber vor allem für Teilzeitbeschäftigte Frauen unabdingbar ist. Warum? Wir haben uns ja schon oft beschäftigt mit dem Phänomen, dass Frauen sagen, zahlt sich das überhaupt aus, dass ich arbeiten gehe, wenn ich kein anderes Angebot im Handel beispielsweise bekomme oder im Tourismus bekomme, dass ich beispielsweise 18, 22, 25 Stunden arbeite. Zahlt sich das überhaupt aus, weil sehr oft, und schauen Sie sich die Dienstleistung, den Handel oder den Tourismus an, das können wir uns ja nicht vorstellen, die wir da im Raum sitzen, dass ich jetzt sage, okay, jetzt fahre ich um 7 und dann bin ich um 15 oder 16 Uhr fertig, dann fahre ich wieder nach Hause. Sondern im Gegenteil, hier gibt es ja auch Dokumentationen, Statistiken, dass diese Frauen im Schnitt zweimal pro Tag fahren zu ihrem Arbeitsplatz, teilweise sogar bis dreimal, weil halt es so ist, um den Tourismus herzunehmen, aber da möchte ich Ihnen zwei Beispiele eben sagen, ganz konkret von Frauen, dass das unabdingbar ist, dass sie hier zweimal bis dreimal fahren müssen. Ich habe vorher schon gesagt, wir gehen ins Geschäft, ich möchte jetzt keine Handelskette nennen, aber wir wissen alle, dass wir vor allem auch bei Handelsketten einkaufen, Gott sei Dank nicht nur, aber auch, und dass diese Handelsketten zwei Stunden vorher und dann, wenn zugesperrt wird und wir noch schnell raushuschen, auch mindestens eineinhalb Stunden danach arbeiten. Von Kasse machen bis wegräumen, bis herräumen, bis vorbereiten, bis putzen. Das bedeutet, die haben in Wirklichkeit außerhalb der sozusagen Handelszeit, wo wir sie sehen, mindestens dreieinhalb Stunden mehr Zeit, sozusagen hinter dem Vorhang. Das sind aber Zeiten, jetzt komme ich genau am Punkt, wo sie um 6 Uhr zum Teil in den Betrieben sein müssen und um 20.15 Uhr im Schnitt dann aus den Geschäften rausgehen. Und das ist genau das, wo es kein Bus vor der Haustür wartet, sprich Geschäftstür oder Hotel, sondern die sind dann angewiesen auf den öffentlichen Verkehr. Was ist vor dem Verkehrsbetrieb im Südburgenland passiert oder vor Mikro-ÖV-Systemen, die ist ja aufgezählt, sie mussten unbedingt ein Auto haben. Und dann viele, und glauben Sie mir, gerade an diesen Tischen, zwar nicht an denen, das ist ja neu, sind dann so viele Frauen gesessen und gesagt, hören Sie, was soll man tun? Wenn ich mir das alles durchrechne, zu Hause habe ich dann auch das Problem, war, wenn ich um 8:30 heimkomme von meinem Geschäft, dann muss ich erst zu Hause arbeiten. Zahlt sich das wirklich aus, wenn ich das alles rechne? Ich bleibe zu Hause. Gott sei Dank haben das wenige gemacht, weil die Erwerbsquote immer höher geht, immer mehr auch im Burgenland steigt und wir jetzt bei 69% sagen können, fast 70 von 100 Frauen gehen arbeiten. Auch im Südburgenland eine hervorragende Statistik. Aber wir brauchen die Mobilität. Das war früher der Grund dafür, dass Frauen zu Hause geblieben sind. Das ist jetzt der Grund, weil die Mobilität verbessert ist, dass sie arbeiten gehen können. Daher auch ganz klar ein absolutes Bejahen dessen, was sich jetzt in der Mobilität seit einem Jahr tut. Und ich glaube, dass wir alle drei versprechen können, dass wir alles daran setzen, dass das auch so bleibt und im Gegenteil vielleicht noch dort oder da nachgebessert wird und evaluiert, was sowieso wird. Und darauf legen die Verkehrsbetriebe Burgenland sehr viel Wert, ständig Rückmeldungen zu kriegen und dann zu evaluieren. Also eine gute Statistik, eine gute Mobilität, das hat sich aber erst jetzt im letzten Jahr abgezeichnet und insgesamt sehr zufrieden mit der Erwerbsquote der Frauen. Ich würde mir nur halt wünschen, dass wir aus diesem viel zu großen, wir sind so einem EU-Schnitt, durchaus auch Österreich, aus österreichischer Sicht, aber das ist in Wirklichkeit nicht zufriedenstellend, wenn so viele in Teilzeit beschäftigt sind, weil es Nachteile im sozialen System haben. Dankeschön. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen, mich bedanken, dass Sie zu unserer Pressekonferenz gekommen sind. Ja, mein Hauptthema ist, und meine Vorredner haben es ja schon angesprochen in ihren Themen, wie wichtig Verkehr, öffentlicher Verkehr ist, und möchte ganz kurz eine Rückschau machen
was seitens des Landes Burgenland im Bezirk Güssing hier geschehen ist. Ich habe das schon einmal gesagt, im Jahr 2023 wurden seitens des Landes im Bereich Landesstraßen 3,3 Millionen Euro investiert, genauso in die ländliche Struktur mit 2,4 Millionen Euro. Dort fallen auch sämtliche Güterwege ein, das ist aber nur jener Betrag, den hier das Land in dieser Form bezahlt hat, weil ja auch die Gemeinden auch dort mitfinanzieren. Und 4,2 Millionen waren es letztendlich für die Wasser- und Umweltwirtschaft. In die ländliche Struktur sind aber auch die Radweginfrastrukturprojekte mit enthalten. Ein ganz wichtiges Thema ist für das Südburgenland, aber genauso auch für den Bezirk Güssing. Und vor 3 Wochen haben wir die Eröffnung feiern dürfen. Letztendlich die S7 wurde hier eröffnet, ein Teilstück der S7. Und für mich persönlich und sicherlich auch für die Menschen im Südburgenland ist es ein verkehrspolitischer Meilenstein in vielen Belangen. Auf der einen Seite sicherlich Lebensqualität für alle betroffenen Menschen, die direkt hier an den Verkehrsstraßen wohnen. Natürlich auch Durchzugsverkehr, wissen es Rudersdorf, letztendlich jetzt noch nicht, aber auch Heiligenkreuz massivst entlastet werden und auf der anderen Seite natürlich auch ein Quantensprung für alle Menschen, Pendlerinnen und Pendler, die letztendlich von dieser Straße und von dieser S7 auch letztendlich profitieren. Alleinig, wenn man auch wiederum den öffentlichen Verkehr hernimmt, so haben wir dort ganz einfach mit der Grazlinie B01 haben wir 8 Minuten Ersparnis in diesem Bereich. Ja, letztendlich heißt es immer, die schwersten Geburten werden die schönsten Kinder. 20 Jahre Planung, nach Planungsstart eigentlich, durften wir jetzt dieses Teilstück ja eröffnen. Ja, die Schnellstraße 7 zwischen dem Südburgenland und der Steiermark hier eröffnet wurde. Natürlich, wenn man sagt, auf der einen Seite Verkehr, hat es auch eine wesentliche Bedeutung. Jürgen hat es schon angesprochen, dass es natürlich auch für die Wirtschaft eine wesentliche positive Entwicklung in dieser Form geben wird für das Südburgenland und für die Region mit der Erschließung mit dieser S7. Letztendlich auch ein wichtiges Thema, dass wir hier die Infrastruktur auch im Gleichklang bringen mit der Natur, und da wurde hier auch Rücksicht genommen. 480 Hektar wurden rund um die S7 als Fläche für die Ausgleichsmaßnahmen geschaffen, also mehr als das Sechsfache, was letztendlich durch die S7 hier versiegelt wurde. Es wurden hier einheimische Bäume aufgeforstet, Wiesen für bedrohte Tierarten angekauft und bepflanzt. Letztendlich gibt es 22 Teiche, die geschaffen wurden als Ausgleichsmaßnahmen für Amphibien, genauso der Fledermaus-Dunkel. Also letztendlich sage ich jetzt einmal eine Win-Win-Situation für das Südburgenland, für die Situation der Menschen, aber letztendlich auch für die Pendlerinnen und Pendler, aber gleichzeitig auch für die Wirtschaft. Ja, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist neben der Infrastruktur, Straßeninfrastruktur, die ich vorhin angesprochen habe, natürlich der öffentliche Verkehr, und die Politik hat sich hier zur Aufgabe gemacht, den Menschen ganz einfach so weit wie möglich so in den öffentlichen Verkehr mit einzubinden. Und Sie wissen ja sicherlich, wir hatten ja vor 3 Jahren war das unvorstellbar, dass wir hier im Südburgenland, natürlich geschuldet daran, dass wir sehr viele kleine Gemeinden mit großen Streusiedlungen haben, dass wir die Menschen dort ganz einfach mehr oder weniger vor der Haustür, maximal 300 Meter von jedem Haus entfernt, ganz einfach in den öffentlichen Verkehr mit einbinden können. Auf der einen Seite mit den Bast, mit dem burgenländischen Anrufsammeltaxi, aber gleichzeitig auch mit dem Ausbau der öffentlichen Verkehrslinien, was sich dorthin getan hat. War vor 3 Jahren, wenn man gesagt hat, man ist noch in die Steiermark gefahren,
Letztendlich war das eigentlich eine Weltreise, ob das von Güssing weg war oder von Oberwart weg war. Und das jetzt von zu Hause und wissen ganz einfach, die Situation wurde auch angesprochen, grundsätzlich ein Haushalt mit zwei Kindern, Familie mit zwei Kindern, schlängen unter Umständen 4 Kfz im Haus, weil es die Menschen ganz einfach brauchen und unmöglich war, früher, wenn es auch nur kurze Entfernungen sind, sage ich, ob das jetzt von meinem Heimatort Olmendorf nach Güssing ist oder nach Oberwart oder nach Unterwart war das eigentlich mehr oder weniger nicht möglich, das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu bestellen. Letztendlich sprechen aber auch die Zahlen dafür, die ich Ihnen gerne präsentieren möchte. Und zwar, wenn wir die Zahlen vom BAST ansprechen, vom 4. September bis 31.12.23, also rund 4 Monate, hatten wir hier Fahrgastzahlen von 14.488. Und wenn man das jetzt vergleicht, sage ich jetzt einmal vom 1. Jänner bis vergangene Woche hatten wir insgesamt 22.103 Fahrgastzahlen. Also wir sehen dort ganz einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung in diesem Bereich. Und letztendlich sehen wir aber auch, wenn wir den öffentlichen Verkehr hernehmen und die Mobilität des Burgenlandes und da vergleichen die Fahrgastzahlen 2021, wo wir gestartet haben mit 337 Fahrgästen und befinden uns jetzt, vergangene Woche, sind immer die Wochenzahlen, haben wir 21.571 Fahrgäste, die hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Mobilität Burgenland in dieser Form befördert wurden. Ja, letztendlich, glaube ich, muss man unter dem Titel Tue ich Gutes und spricht darüber und man muss auch Vorbild sein und wir wollen das auch, wir haben das auch in dieser Form publiziert und der Kollege Bürgermeister Jürgen Dolesch aus Stegersbach und meine Wenigkeit, dass wir gesagt haben, hier auch ganz einfach den öffentlichen Verkehr näher zu bringen, den Menschen näher zu bringen, haben wir vor 14 Tagen Schnuppertickets angekauft und ganz einfach beworben, den Menschen dort die Möglichkeit einmal zu bitten, kostenlos dieses Schnuppertickett in Anspruch zu nehmen und ganz einfach zu sagen, nein, ich probiere das einmal, mache das einmal, schauen, wie das funktioniert. Und ich glaube, hier hüllt jeder Tropfen den Stein. Wir müssen unter diesem Titel das auch immer wiederum sagen. Macht es auch im Nachbarschafts- und Verwandtenkreis, wo ich ganz einfach sage, bitte kauft da nicht nochmal ein Auto, das am Parkplatz in Oberwart steht, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln täglich nach Wien rausfährst, sondern probier das einmal aus, wie das funktioniert. Habe ich jetzt wiederum so lange das gebeten, bis gemacht ist geworden und der sagt, das ist einfach eine tolle Geschichte und ich glaube, dort müssen wir auch weiterarbeiten in diesem Sinne. Dankeschön. Gut, ja, vorab einmal danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, sind am Ende unserer Pressekonferenz, Pressegesprächs angelangt. Wenn es noch Fragen gibt, stehen wir natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Bitte, Martin.